Gerrit Büven wird beschuldigt, die Striptease-Tänzerin Alina nach ihrem Auftritt im Nachtclub Hotspot vergewaltigt zu haben. Er behauptet, die Tänzerin hätte ihn während ihres heißen Strips aufgefordert, anschließend mit ihr zu schlafen. Wie wird Richter Alexander Holt entscheiden? Herr Büven, wir verhandeln heute Ihr Strafsei wegen Vergewaltigung. Nachdem es ein Verbrechen ist, verhandeln wir als Schöffengericht. Die Anklage wird vertreten durch Frau Staatsanwältin Beer. Ja. Ihr Verteidiger, aber das wissen Sie ja, ist Rechtsanwalt Posner. Nehmen Sie bitte in der Mitte Platz. Herr Büven, zunächst zu Ihren Personalien. Sie heißen Gerrit mit Vornamen? Ja. 25. Mai 76 in Schatzfeld geboren? Ja. Sie sind ledig, Sie leben auch in Schatzfeld nach wie vor? Ja. Was machen Sie beruflich? Ja, meine Eltern, die haben so einen Gasthof mit Hotel und Restaurant und ich bin der Koch da. Mhm, was verdienen Sie dabei? Verdient tue ich eine Menge, aber bekomme tue ich so 1.350 Euro. Und freie Kosten und Logis wahrscheinlich, ne? Ja, das ist mit drin, ne? Vorbestraft? Nein. Sind Sie bisher nicht, ja, Bundeszentralregister ohne Eintrag. Dazu sind wir heute hier, das festzustellen. Und die Frau Staatsanwältin wird dazu die Anklage verlesen. Na, wollen Sie gar nicht vorlesen, das können Sie sparen. Das dürfen Sie auch schön uns überlassen, ja? Bitte. Die Staatsanwaltschaft wirft Ihren folgenden Sachverhalt zur Last. Am Abend des 11. Januar 2002 gegen 2 Uhr folgte der Angeklagte im Göttinger Nachtclub Hotspot der Tänzerin Alina Bracke unbemerkt zu deren Garderobe, drängte sie ins Zimmer und verschloss die Tür. Er zerrte die junge Frau in die hintere Ecke des Raumes, riss ihr Bademantel und Slip herunter und schlug die sich heftig wehrende junge Frau mehrmals mit seinen Fäusten. Als Frau Bracke daraufhin zu Boden ging, warf er sich auf sie und vollzog schließlich gegen deren Willen mit ihr den Geschlechtsverkehr. Bezüglich der Körperverletzung bejaht die Staatsanwaltschaft das öffentliche Interesse. Der Angeklagte wird somit einer Vergewaltigung in Tateinheit mit einer vorsätzlichen Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 177 Absatz 1 Nummer 1 und 3, Absatz 2 Nummer 1, § 223 und 52 Strafgesetzbuch. Danke, Frau Staatsanwältin. Macht der Mandant Angaben zu dem Vorwurf? Ja. Was sagst du zu dem Vorwurf? Ja, wie gesagt, das Vorlesen hätte sich die Staatsanwältin sparen können. Ja? Also, das war gar nicht so. Ja, und wer die Alina kennt, so weiß, das ist ein ganz schönes Flittchen, nicht? Ne? Das war so, das ist so und das wird auch immer so bleiben. Das heißt, wer sie kennt, das war so? Sie kennen sie schon länger? Ja, auf jeden Fall. Die wohnt ja bei uns im Dorf. Wir sind zusammen groß geworden. Auch die Jungs von den Hasenjägern. Ne? Und ja, da haben wir dann durch Zufall gehört, dass die in Göttingen in Tanzlokal arbeitet. Und Heide Witzka, Kapitän, da sind wir aber hin. Ne? Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Hasenjäger, das ist das, was ich so toll auf Ihrem T-Shirt habe. Ja. Ja, das ist unser Junggesellenverein. Ne? Wir haben immer viel Spaß zusammen. Ne? Treffen uns einmal in der Woche. Also dann sind Sie da hingefahren und was ist dann in diesem Hotspot passiert? Also Herr Richter, ich sage Ihnen, die hat eine Show abgezogen, wenn Sie das sehen. Schade, dass es davon kein Video gibt. Also die Männer im Saal, ja, die werden sich aber freuen. Das war wirklich vom Allerfeinsten. Jetzt versuchen wir mal halbwegs sachlich zu bleiben. Ich habe irgendwie so zwischendrin das Gefühl, Sie nehmen das Ganze nicht so sehr ernst. Der Verteidiger hat es Ihnen hoffentlich erzählt. Oder? Vergewaltigung, Mindeststrafe 2 Jahre. Ja. Also, dann versuchen wir mal etwas sachlich zu bleiben. Und Sie können, denke ich, relativ schnell zu dem Punkt kommen, als die Frau Bracke Sie dann auf die Bühne gebeten hat. Das war doch so, oder? Ja, das war so. Also, dann erzählen also wir Sie haben unten mal schön gesessen, haben unsere Bierchen getrunken und hatten ein paar Mädchen hatten ihre Tanzshows gemacht. Wir haben uns sehr gut unterhalten. Ja, und dann kam halt die Alina, wegen der wir nach Göttingen hingefahren sind ins Hotspot. Und die machte da ihren Auftritt und wirklich, also vom Allerfeinsten. Und ja, die war da so bei und hat mich wohl erkannt, ging direkt von der Bühne, ging die auf mich zu und nahm mich bei der Hand und zog mich hoch. Ja, und ehe ich mich versehen hatte, da saß ich auch schon auf dem Stuhl. Ne? Und was sie dann gemacht hat, also das ging weit über das Maß einer normalen Table-Dance-Show hinaus. Also, die hat mich hochgeholt auf die Bühne, hat ja schon gesagt. Und ich saß auf dem Stuhl und die ist um mich rum erstmal, hat getanzt und dann hat sie mir ihr Hinterteil ja, vors Gesicht gehalten. Ich durfte sie sogar anfassen und dann hat sie sich umgedreht zu mir und hier drauf und hat mit dem Becken halt so Andeutungen gemacht und hat mir ins Ohr geflüstert, dass sie mich nach der Show vernaschen will. Und ja, also das ist nicht normal. Ich durfte sie sogar anfassen. Und was war dann nach der Show? Ja, also sie hat mir da gesagt, dass ich ihr bitte hinterhergehen möchte. Und als ihre Show vorbei war, ist in ihre Garderobe und ich bin da im gemäßigten Abstand hinterhergegangen. Es soll ja auch nicht auffallen, wenn der Chef das sieht, kriegt sehr bestimmt Ärger und so. Und ja, dann bin ich zu ihr in die Garderobe dann. Herr Büven, wenn Sie tatsächlich freiwilligen Geschlechtsverkehr mit Frau Bracke hatten, wie erklären Sie sich dann, dass wir neben Ihren Spermaspuren außerdem noch Hautfetzen von Ihnen unter den Fingernägeln von Frau Bracke gefunden haben und dass Frau Bracke am ganzen Körper Hämatome hatte? Ja, die ging ab wie Schmidts Katze, ja. Die hatte 200 Puls, ja, und als wir so richtig dabei waren und die einen Orgasmus hatte, ja, dann hat die mir hinten über den Rücken
Hat Ihr Freund oder Ihr Mann das noch nie gemacht so bei Ihnen? Ich weiß es nicht. Also, reißen Sie sich bitte zusammen. Können Sie sich vorstellen, warum die Frau Bracke dann jetzt im Nachhinein sagt, sie sei vergewaltigt worden? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht will sie mir, ich kann mir nur vorstellen, dass sie ja vielleicht Geld rausschlagen will, ja, und dass sie das dann bezahlen muss. Also ich habe die nicht vergewaltigt. Naja, das ist eine Strafverhandlung, da gibt es kein Geld rauszuschlagen. Fragen noch unsererseits, ihrerseits im Moment nicht. Keine, dann nehmen Sie bitte da drüben Platz. Die Frau Bracke, treten die Beweisaufnahme. Zeugin Bracke, bitte. Ganz toll, die Herren. Also wir sind hier nicht in Ihrer Eckkneipe, wir sind nicht in der Table Dance Bar, wir sind im Gerichtssaal. Ja? Ist das angekommen bei Ihnen? Ja? Frau Bracke, Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier aussagen sollen. Als Zeugin muss man vor Gericht die Wahrheit sagen. Ja. Ihr Personal zunächst Alina Bracke, 22 Jahre alt, ledig. Sie leben in Göttingen und Sie arbeiten als Tänzerin im Nachtclub Hotspot in Göttingen. Ja, stimmt, das alles ist richtig. Und mit dem Angeklagten sind Sie nicht verwandt oder verschwägert. Nein. Was ist denn jetzt genau zwischen Ihnen und dem Angeklagten am Abend des 11. Januar vorgefallen? Na, er hat mich vergewaltigt. Das hat er gemacht. Stimmt doch gar doch, nicht. Stimmt du wolltest doch Sex mit mir haben. Nee, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Und die Verlaschen, du hast mich total heiß gemacht. Du wolltest Sex mit mir machen. Nee, eben nicht. Ach, jetzt komm mal runter. Ach, komm du mal runter. Naja, vielleicht versuchen wir es mal eins nach dem anderen zu schildern, oder? Bevor wir uns hier nur anblöken. Sie haben da getanzt. So weit waren wir schon. Genau. Und? Ja, nach dem Tanzen, ja, da wollte ich zu meiner Garderobe gehen, so wie jeden Abend, weil ich mich halt umziehen wollte. Und da habe ich schon bemerkt, dass mich halt jemand verfolgt hat, und das war der Gerrit. Und auf einmal, da hat er mich gepackt und hat mich in die Garderobe reingestummt und ja, dann ging alles so schnell, er hat mich vergewaltigt. Und Sie sagen, er hat Sie in die Garderobe gedrückt? Genau, hat mich in die Garderobe gedrückt. Dann hat er mir den Bademantel runtergerissen, dann hat er mir den Slip runtergerissen. Ich habe mich ja versucht zu wehren, aber ich hab ja keine Kraft gehabt, ich bin ja auch nur so. Und ja, und dann hat er sich die Hose aufgemacht und ist einfach über mich drüber. Das ist lächerlich. Du hast mich total heiß gemacht. Du wolltest mit mir schlafen. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Frau Bracke, haben Sie auf Ihrer Bühnenshow irgendetwas anders gemacht, als Sie das sonst mit Ihren Gästen zu machen pflegen? Nein, ich habe es ganz so gemacht wie sonst auch immer. Ja, wir haben allerdings noch die Verletzungen durch ein ärztliches Gutachten kommt hier auszugsweise jetzt zur Verlesung. Bei der gynäkologischen Untersuchung konnten Spermaspuren nachgewiesen werden. Des Weiteren starke Fissuren und Risswunden im Vaginalbereich, die auf ein gewaltsames Eindringen hindeuten. Wies zahlreiche Hämatome im Bereich des Unterleibs und an Innenseiten der Oberschenkel auf, sondern auch am Oberkörper. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann bitte als nächstes den Herrn Mars. Die Zeugin bleibt als Geschädigte 61-2 STV. Zeugin Mars, bitte. Wenn Sie bitte da hinten Platz nehmen. Herr Mars, kommen Sie bitte nach vorn. Sie wissen, dass Sie als Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen müssen, ja, und auch vereidigt werden. Jürgen Mars, 23 Jahre alt, Sie wohnen ebenfalls in Schatzfeld. Ja, genau, wenn ich nicht in der Kaserne bin. Ja. Das heißt, Sie sind vom Beruf? Zeitsoldat. Zeitsoldat. Sie sind ledig? Stimmt, ja genau. Klar, hier, bei den Hasenjägern. Mit den Jungs da hinten. Gerdet. Und die Jungs da hinten sollten endlich mal einsehen, dass wir nicht in der Table Dance Bar sind, ja? Angekommen, mit ihm nicht verwandt oder verschwägert. Nichts von beiden. Gute Kumpels, wir kennen uns seit Jahren. Und in Ihrer Eigenschaft als Kumpel waren Sie gemeinsam mit ihm am 11. Januar in dieser Table Dance Bar. So ist es. Und können Sie uns sagen, was Sie da mitbekommen haben von dem, was zwischen der Frau Bracke und dem Angeklagten vorgefallen ist? Ja, das war es. Offensichtlich war, dass sie da hinten die Schlampe total scharf auf den Gerrit war. So, das können wir vielleicht auch gleich mal klarstellen. Das ist immer noch die Frau Bracke. Ja? Gut. Okay. Also Sie sagen, die war total scharf auf ihn. Können Sie das bitte ein bisschen konkretisieren? Ja, sie hatte ihren Auftritt, kam dann vor auf die Bühne und hat sich dann direkt den Gerrit geschnappt. Stimmt doch überhaupt gar nicht. Was willst du überhaupt da vorne? Klar hast du den Gerrit geschnappt. Hast du ihn vorne auf den Stuhl gesetzt. Und wir Jungs, wir wussten nicht, was los ist. Und wow, ich glaube, wir waren neidisch. Also ich glaube, jeder von uns wäre gerne vorne auf den Stuhl gesessen. Und wie ging es dann weiter? Und dann, als sie die Show beendet hatte, sind die beiden dann in die Garderobe geflüchtet. Also ich glaube, sie wollte mal so richtig hergenommen werden. Waren Sie da dabei? Nein, dabei war ich nicht, aber gesehen habe ich... Sie mutmaßen es also nur. Nein, aber ich habe gesehen, wo sie sich auf den Schoß gehockt hat, da hat sie ihm was in die Ohren geflüstert. Und das hat uns dann der Gerrit auch nachher erzählt. Haben Sie gehört, was sie ins Ohr geflüstert hat? Gehört habe ich es nicht, aber der Gerrit hat uns nachher erzählt. Ich meine, wir kennen die Alina schon ewig und wir wussten genau, was da abläuft. Gleich, wo sie den Gerrit schon hochgeholt hat. Was eindeutig, dass Gerrit es so aufgefasst hat, sprich Herr Böwen, dass er hinterher kommen solle.
Das war für uns alle eindeutig und für den Gerald extrem, wo sie es mir auch noch ins Ohr geflüstert hat. Klar. Danke. Keine weiteren Fragen? Keine weiteren Fragen. 61 Ziffer 5 nehme ich an wegen Verzicht. Herr Seeloff, bitte die Frau Neudorf und Sie nehmen da hinten Platz. Die Zeugin Neudorf, bitte. Sag mal, checkst du das nicht oder was? Dein Freund hat mich vergewaltigt. Gerde, das ist ein Anständiger. Du bist doch diejenige, die für Geld aus die Arme kommt. Euch noch mal an, genau die da hinten. Ja, da hinten ist Ruhe. Das gilt für die Vorderbank genauso wie für die Zuschauerbänke. Sie wissen, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen vor Gericht. Sie könnten auch vereidigt werden. Sie heißen Mascha Neudorf, 23 Jahre alt, stimmt das? Richtig. Sie sind ledig, Sie wohnen in Göttingen. Mhm. Und Sie sind Kollegin von der Frau Bracke. Ja, Sie können ruhig sagen, wie es ist. Sie arbeiten also auch als Tänzerin da in dem Hotspot. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Ich habe Sie als Zeugin hier geladen, weil Sie am 11. Januar die Alina Bracke in ihrer Garderobe gefunden haben. Mhm. Ja. Wie war denn das genau? Ja, also ich habe die Show gehabt direkt nach Alina und als ich fertig war, bin ich zu ihr hin und wir wollten zusammen nach Hause gehen. Ich habe an die Tür geklopft und ich habe halt nur so ein Gewimmer gehört. Dann bin ich halt sofort rein. Ja, und dann lag sie halt wie so ein Häufchen Elend in der Ecke. Mhm. Wie ein Häufchen Elend, hat sie Ihnen gesagt, warum? Oder was passiert war? Ja, sie ist schon ziemlich fertig gewesen. Sie hat mir dann auch gleich gesagt, dass sie vergewaltigt worden ist. Ja, und das muss kurz vorher gewesen sein, bevor ich gekommen bin. Ich habe sie dann genommen, bin gleich ins Krankenhaus und da haben sie halt heftige Verletzungen festgestellt und wir sind dann sofort zur Polizei. Sie hat Ihnen sofort, als Sie reinkamen, erzählt, sie sei vergewaltigt worden. Mhm. Ja. Hat sie denn auch gesagt, von wem? Ja, von diesem Typen, mit dem sie da auf die Bühne geholt hat, diesem Gerrit. Mhm. Naja, anfangs, da tat sie mir voll leid, weil sie hat gesagt, sie ist vergewaltigt worden. Ich hatte Mitleid halt. Naja, aber jetzt sehe ich es auch. Bitte, was soll das denn jetzt? Was sagen Sie aber jetzt? Na jetzt, also, wie soll ich das jetzt sagen? Alina fährt halt seit einer ganzen Weile schon so eine total miese Tour. Sie sucht sich halt die notgeilsten Böcke aus dem Publikum aus und holt die auf die Bühne und die sind schon so geil und sie macht sie dann nur noch geiler, ja? Also, stimmt doch überhaupt gar nicht, du bist doch nur neidisch. Also sie sucht sich, sagen Sie, die notgeilsten, um sie auf die Bühne zu holen und dann, das müssen wir schon etwas genauer erklären. Naja, sie tut halt, als ob sie total wild auf sie wäre, auf die Jungs und... Dann tanzt sie vor ihnen rum, sie lässt sich anfassen. Und ich meine, das ist absolutes Tabu bei uns, wirklich. Also anfassen, das geht gar nicht. Naja, und dann, wenn den Kerl halt ihr Saft bis zum Anschlag steht, dann flüstert sie noch ins Ohr, dass sie Sex haben will. Dass sie mit in die Garderobe kommen soll. Sehen Sie, Richter, wer hört das denn? Nimm doch kein Geld für Sex! Ey, bleib doch nur ruhig, ich bin noch gar nicht fertig. Ja. Natürlich tust du das. Nee, also, nicht. Doch, sie sagt nicht direkt, dass es den Sex nur gegen Geld gibt. Aber wenn die in der Garderobe, sie nimmt sie mit in die Garderobe und... Dann, wenn es zur Sache kommen soll, dann vorher, jetzt haben wir mal einen Fuffi. Jetzt stellt sich mir eigentlich die Frage, warum Sie damit heute erst kommen. Sind ja bei der Polizei auch schon vernommen worden, weil Sie gefunden haben. Ja, aber damals habe ich ihr halt geglaubt. Ich habe ihr geglaubt, dass sie vergewaltigt worden ist. Und da war ich mir auch nicht sicher. Also ich arbeite jetzt seit über 2 Jahren in diesem Nachtclub im Hotspot. Und da kennt man halt die Stammgäste. Und sowas spricht sich halt schnell herum. Und die haben sich dann mir anvertraut ein paar. Und die haben unabhängig voneinander, habe ich von... Alinas Masche gehört, was sie mit den Männern abzieht. Das ist richtige Abzocke. Ich muss echt sagen, es ist kein Wunder, dass es immer passiert ist. Bin ich selber dran schuld, dass er mich vergewaltigt hat, oder was? Ja, natürlich. Nee, eben das sind Sie nicht, aber es ist die Beurteilung der Schuld von Herrn Büven fällt dann vielleicht etwas anders aus. Haben Sie Beweise für Ihr Vorbringen? Ja, also ich denke, dass schon einige von unseren Stammgästen das Sie auch sagen würden. Ja. Aus dem Hintergrund dieser Aussage denke ich, dass wir Frau Bracke noch mal hören sollten. Hätte ich aber nur, wenn wir zunächst mal an die Frau Neudorf keine Fragen mehr haben. Ich habe keine Verzicht. Fragen mehr, danke. Verzicht 61.5 SCPO, vielen Dank. Wenn Sie bitte da hinten Platz nehmen würden, Frau Bracke, kommen Sie noch mal nach vorn. Ich erinnere Sie auch noch mal daran, dass Sie hier vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Ja? Herr Verteidiger. Danke. Frau Bracke, Sie haben gerade die Aussage Ihrer Kollegin gehört. Wir können hier sehr problemlos sicher den einen oder anderen Gast noch auftreten lassen und mal nachfragen, wie Sie sich ihm denn gegenüber verhalten haben. Jetzt raus damit. Sie müssen hier die Wahrheit sagen. Ja, ich weiß. Ist beim Gerede ins Ohr irgendwie der Tonfall darauf gekommen, ich will mit dir schlafen oder was auch immer? Ja gut, ich sag's halt jetzt. Ja, ich habe ihm aufgefordert, mit in die Garderobe zu kommen. Warum jetzt erst? Aber dass er mich gleich vergewaltigt, das gibt's doch gar nicht. Haben Sie ihm klargemacht auf der Bühne schon, dass in der Garderobe nicht nur ein Austausch von Körperflüssigkeiten durch den Mund stattfindet, sondern auch weiteres? Nee, ich wollte nur, dass er mit in die Garderobe kommt. Und was? Sollte er Ihnen einen Nagel in die Wand hauen oder warum? Nee,
Jetzt sagen Sie doch einfach mal genau, was Sie ihm ins Ohr geflüstert haben. Ja, Gerrit, komm mit mir. Mhm. Das war's oder mehr? Nee, das war's. Mhm. War für ihn klar, es sollte Sex stattfinden? Ja. Gut. Und in der Garderobe? Ja, er ist dann mit in die Garderobe und ja, dann wollte er sich halt ausziehen und da habe ich ihm halt gesagt, dass ich halt einen Fuffi dafür will. Und dann ist er ausgerastet. Da hat er mich geschlagen und ja. Und dann ist er einfach über mich drüber. Richter, Sie sehen doch, das ist eine Lügnerin. Da glauben Sie doch jetzt gar nicht mehr. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Herr Verteidiger, noch Fragen? Keine, danke. Ich hätte noch eine Frage. Das mag jetzt zwar komisch klingen, aber das ist rechtlich nicht ganz unwichtig. Hätte er für den Fuffi, wie Sie sagen, auch den Geschlechtsverkehr bekommen, ja, oder? Noch Fragen an die Zeugen? Eine Frage hätte ich noch. Aber Sie haben ihm ausdrücklich gesagt, dass wenn kein Geld, dann kein Geschlechtsverkehr. Genau, ja. Das aber er hat es trotzdem gemacht. Ja. Keine weiteren Fragen, danke. Keine danke. Weiteren Fragen. 61.2 weiterhin als Geschädigte unbeeidigt. Nehmen Sie bitte wieder da hinten Platz. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Frau Staatsanwältin, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger. Für mich steht, insbesondere aufgrund der erlittenen Verletzungen der Frau Bracke, nach wie vor fest, dass der Angeklagte den Geschlechtsverkehr mit Frau Bracke gegen deren Willen vollzogen hat, also sie vergewaltigt hat. Das Tatopfer hat dem Täter hier zwar berechtigte Hoffnung auf freiwilligen und kostenlosen Sex gemacht, aber auch das rechtfertigt kein so brutales Vorgehen des Angeklagten. Sogar wenn Frau Bracke vorher ihre sexuelle Bereitschaft signalisiert hat, auch dann, wenn sie eine Gelegenheitsprostituierte und eine Stripperin ist, darf sie es sich anders überlegen. Auch wenn das den Herren aus dem Häschenclub nicht einleuchten sollte. Sie kann jederzeit Nein sagen, egal aus welchen Gründen. Und wenn sie sich dem Angeklagten deshalb verweigert hat, weil er sie nicht bezahlen wollte, dann ist das ihre Sache. Wir haben es zu respektieren und auch der Angeklagte hätte es respektieren müssen. Das hat er aber nicht getan und deswegen ist er hier wegen Vergewaltigung zu verurteilen. Mein Antrag geht auf eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren, die aufgrund seines bisherigen straffreien Lebens zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Danke, Dankeschön. Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Wenn das so wäre, Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, dann wäre zumindest aber eindeutig diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, die ich hiermit überreiche, zu würdigen, nämlich, dass hier ein minder schwerer Fall anzunehmen wäre. Es handelt sich nicht um ein Regelbeispiel in diesem Fall. Auf der anderen Seite kann es völlig dahinstehen. Wir haben hier keine objektiven weitergehenden Beweismittel, außer der Aussage der Zeugin Bracke, die es vor Gericht offensichtlich nicht so genau nimmt. Diese Zeugin hat Verletzungen erlitten, aber keine Verletzungen, die nicht auch bei einem heftigen Liebesspiel in einer engen Garderobe entstanden sein können. Und vor diesem Hintergrund denke ich, dass der Angeklagte überhaupt nicht hinreichend überführt ist und aus dem Grunde im Zweifel für den Angeklagten freizusprechen ist. Ich beantrage deshalb den Freispruch meines Mandanten. Danke sehr. Danke, Herr Verteidiger. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ja, ich würde es sehr besorgniserregend finden, wenn einem freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat wie in unserem, ja, einer Lügnerin mehr geglaubt wird, wie einen ehrenhaften Junggesellen. Wir ziehen uns zur Urteilsberatung zurück. Ich verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Der Angeklagte Gerrit Büwen ist schuldig der Vergewaltigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung, § 177 Absatz 1, 223 und 52 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz. In dieser Garderobe war niemand außer Ihnen beiden wirklich dabei. Und es ist deshalb tatsächlich eine Frage der Glaubwürdigkeit der Frau Bracke. Und diese Glaubwürdigkeit ist zunächst natürlich schon mal ganz deutlich erschüttert. Die Frau Bracke, die hatte ein ganz großes Interesse, ihre Nebentätigkeit in der Garderobe zu verschweigen. Wenn das nämlich bekannt wird, ist sie natürlich ihren Job los. Ja? Aber genau deswegen konnte sie überhaupt kein Interesse daran haben, direkt danach gegenüber der Frau Neudorf so einen freiwilligen sexuellen Kontakt, wie Sie ihn behaupten, in eine Vergewaltigung umzudeuten und sich durch so eine Anzeige selbst zu gefährden, indem sie das Ganze an die Öffentlichkeit zerrt. Deswegen macht auch ihre erste Lüge noch lange nicht die Schilderung der Vergewaltigung hier unglaubwürdig. Im Gegenteil, diese Anzeige war für sie so gefährlich und nachteilig, dass sie wohl überlegt sein musste. Und deswegen glauben wir ihr hier. Ja? Auch das äußere Bild passt dazu. Ja? Sie lag direkt danach völlig aufgelöst wie ein Häufchen Elend, hat die Frau Neudorf gesagt. Also nicht nur erschöpft, sondern wie ein Häufchen Elend in der Ecke. Und auch diese Verletzungen, Hautfetzen unter den Fingernägeln und die Hämatome überall,
passt eben nicht so typisch zumindest zu freiwilliger sexueller Handlung. Damit haben wir unterm Strich eine Vergewaltigung, auch eine Körperverletzung zugleich. Das ist ein schweres Verbrechen. Normal ist die Mindeststrafe dafür mindestens 2 Jahre. Aber hier liegt ein Regelfall nicht vor, weil es natürlich schon einen Unterschied macht, dass sie an sich zu diesen ganzen sexuellen Handlungen, nicht zu den Verletzungen natürlich, aber zu den sexuellen Handlungen, eigentlich bereit gewesen wären, halt nur gegen Geld. Und dass sie ihn sogar natürlich scharf gemacht haben in dieser Weise. Ja. Das sieht auch der BGH so, das ist dann weniger erniedrigend wie bei jemandem, der überhaupt keinen Sex haben will. Und deswegen hier ganz große Ausnahme, kann es bei einer Vergewaltigung hier noch eine Bewährungsstrafe geben. 1 Jahr, 6 Monate erschien uns angemessen. Es ergeht noch folgender Beschluss. Erstens, die Bewährungszeit dauert 3 Jahre. Und zweitens, dem Angeklagten wird aufgegeben, eine Geldbuße von 3.000 Euro in monatlichen Raten a 100 Euro an das Frauenhaus Göttingen zu bezahlen. Das ist ein Club, ein Verein, der etwas andere Ziele verfolgt als Sie. Gegen das Urteil können Sie Berufung oder Revision innerhalb einer Woche einlegen. Ihr Verteidiger wird Sie da näher dazu beraten. Ich hoffe, Sie haben es kapiert. Die sexuelle Selbstbestimmung jeder Frau ist geschützt. Auch das Recht zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Bedingungen, eventuell auch gegen Geld, sie sexuelle Handlungen duldet. Ja, und wenn Ihnen das Ganze jetzt in unserem tollen Rechtsstaat, wie Sie sagen, zu kompliziert, zu juristisch erscheint, dann versuche ich es vielleicht auch für alle anderen da hinten gleich mal, naja, an einem Beispiel aus Ihrer Welt zu erklären. Sie kämen ja in Ihrer Junggesellengesellschaft auch nie auf die Idee, den Wirt, der Ihnen mit einem frisch gezapften Pilz den Mund wässrig gemacht hat, vom Zapfhahn zu prügeln, damit Sie an Freibier kommen. Oder? Sitzung ist geschlossen.